Wir wurden teleportiert. Wir haben nichts gemacht. Wir drücken fortfahren. Also, wir mussten das Spiel nochmal speichern. Neu starten. Und bis waren wir hier. Wir müssen nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Magic Trick, bist du real? Batteriesparen! Wir können die Kamera ewig benutzen, nur nicht die Nachtsicht. Das weiß ich gar nicht. Ich hab mir nicht aufgefallen. Gut, Freunde. Wäre lustig, wenn jetzt da der Dicke steht, so hallo. Und zieht die Leiter so langsam wieder hoch. Während wir runterklettern, zieht er gleichzeitig schnell wieder hoch. Sie immer auf derselben Stelle bleiben. Wie schneller, schneller. Ich kann nach unten gucken. Oh. Der hat eine Abkürzung genommen. Der lebt bestimmt noch. Sag mir bitte nicht, dass der Typ jetzt hier unten rumrennt. Ich befürchte, vielleicht, keine Ahnung. Ich befürchte, ich weiß die Antwort nicht. Er wird hier unten unterwegs sein. Blinkt das, oder? Au! Oh, okay, wir kriegen wieder Schaden. Fängt ja wieder super an. Ernsthaft. Hätte dann eine Leiter runter, um an der anderen Seite wieder hochzuklettern. Ah, ich dachte kurz. Ich dachte kurz, wäre das Dicke. Der uns jetzt hochzieht. Ah, ich muss immer wieder husten. Jo, Alter. Ever my Legends. Ich hab das Gefühl, die haben Besuch. So Wallride-ischen. Außerdem finde einen neuen Weg aus der Kanalisation. Der alte ist oldschool. Naja. Da schießt bestimmt jetzt was raus. Und nein, weiter und. Oh. Voll nass. Vom Priester. Okay. You don't have to be scared of me. I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Varricane died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Kannst du über den Tisch springen? Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragt mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an jeden Patienten durch? Was ist Projekt Warrider? Was ist es? Was ist Projekt Warrider? Was ist Projekt Warrider? Ja, wir gehen da gleich durch. Batterien! Zwei Stück! Und nochmal! Juhu! Okay. Weg hier! Keiner hat das gesehen! Meine Batterien! Habe ich das gerade richtig gesehen? Ruft da einer bei mir? Was? Mein Handy. Jetzt mal kurz dran hin. Pause! Okay. Da gab es eine kurze Unterbrechung. Wir wollen einfach. Runter! Na, runter! Oder? Nein! Entschuldigung! Ja! Hallo! Okay. Also. Warte mal. Es ist zufällig. Rot ist Female und wir müssen. Ich wollte es gerade sagen. Warte. Die Weiber haben ihre Tage wieder. Also. Da kommt die rote Farbe her. Das ist Abfluss. Wischer.
Duschen. Endlich! Nee. Wir haben schon so lange nicht mehr geduscht. Ja, du weißt, was in dem Wasser das drin hängt. Scheiß drauf. Ich meine, die hängt auch überall. Aber scheiß drauf. Duschen ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Boah, der hat aber richtig fett gefeiert, ey. Krokodile? Okay. Was immer das jetzt war, ich hoffe, es begegnet dir nicht. Es ist wirklich fast schon so, als wäre so ein Krokodil so. Ja, es gibt so schnell davon. Aber ich befürchte, ich weiß, dass jetzt gleich kommt. Links oder rechts? Ja, links. ich meinte natürlich rechts. Ich habe so ein unangenehmes Gefühl, was jetzt gleich passieren wird, aber vielleicht trügt mich da meine Erinnerung. Boah, ich weiß gerade nicht. Hallo! Ja, du bist aber ein. Warte, kriegen wir eigentlich Schaden, wenn wir. Okay. Hä? Bist du jetzt auf. Oh, wir nehmen dich auf! Ah, Prank! Ah! Und ciao. Ist er noch da? Hallo! Hallo! Ja, du bist aber ein. Ja, du! Tschö, wir kommen nicht wieder! Oh, ich weiß, was kommen wird. Oh, es ist so ekelhaft. Oh, was war denn da nochmal? Ich weiß. Oh Gott, hä? War da nicht von. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt laufen muss, ey. Aber ich weiß, wer und was kommt. Ah. Oh, perfekt. Also ich werde jetzt die ganze Zeit so jetzt rumlaufen, damit ich überhaupt was sehe. Ich will nichts verpassen. Ja, geht nicht. Da muss man rüber. Ja, aber wir sind gerade da, wir müssen doch hier drüber, oder? Ja, vielleicht mit Anlauf da hoch, also rüberspringen von der anderen Seite. Nein. Siehst du? Das war zu doof zum. Was passiert da gleich? Was Ekelhaftes. Gänsehaut, ey. Das ist noch nicht vorbei. Das geht jetzt erst los. Ja. Ja, man hört was. Es. Nein, oder? Das ist jetzt nicht unser Freund, oder? Oh, nee. Und ich sehe ihn halt nicht. Jetzt siehst du ihn! Lauf! Lauf! Ich muss hier irgendwo raus! Da! Komm schon!
So fühle ich mich. Fuck. Hexa. Das war das Ekelhafte, weil du siehst ihn nicht, du hörst ihn nur. Ja, ich fühle mich echt wie der Typ gerade eben, ne? Scheiße, Alter. Rechts? Rechts? Wow! Ich sag doch rechts! Ja, aber ich. Ja, du kommst doch nicht raus. Du musst ja hin. Wo der jetzt hin ist? Ich wollte erstmal gucken, was da drin ist. Ich dachte so. Aber der hat Angst vor uns, glaube ich. Weil wir nicht nach einem Schlag tot waren. Oh. Ist auf deiner Seite. Hey, schon wieder hier. Ich bin empfangen! Oh, der ist aber schnell. Warum wird das so dunkel hinter dir? Falls der Warrider hinter uns ist, der kommt hier nicht durch. Da hoch, aber. Türe. Und den Leute da. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich muss immer wieder raus, das tut mir echt leid. Der Weg nach draußen ist gepflastert durch Leichen. Eine Szene, wo du, um zu fliehen, so ein Ding wegschieben musst? Ich meine, ja. Oh, da ist die Blutspur. Fingers first through board. Na, warte. Oh. Ah, je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit Methode. An der Wand steht geschrieben: Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Es gibt Anweisungen. Das hasse ich ja, ne? So. Zur Entscheidung, wo du lang gehst, oder was? Warum gehst du jetzt da nicht lang? Da hast du gerade nicht die Tür gehört? Da wird gerade die Tür kaputt geschlagen. Aber du bist doch da voll in der Sackgasse. Ja, das wusste ich ja nicht. Hast du eine Möglichkeit, irgendwo im Kreis zu rennen? Bevor du das Ding jetzt öffnest? Habe ich nicht. Aber da ging doch die Tür noch ein bisschen weiter, oder?
Pussy. Okay, aber da unten durch oder da hinten? Das ist eine sehr große Aussagemöglichkeit. Das ist ein OP-Tisch, ne? Ja, ein OP-Saal. Was hab ich? Man hört nur ihre Röcheln. Ich glaube, du kannst da oben auch lang reichen. Ja, ich weiß. Und Dokumente. Ja gut. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch, ja, vertauscht. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Wie hat er die reduziert? Hat er die... Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ja, super. Diesen Doktor hätte ich nicht gerne. Das ist das eine Loch oder da oben? Kannst du weiter, ne? Ich muss da oben weiter. Ja, dann wenn du da oben weiter musst, was ist denn dann in dem Loch? Welches Loch? Da war da vorne noch so ein Loch. Da bin ich gerade durch. Ich kann hier kein weiteres Loch. Ich meine, da war ein Loch. Ja, die einzige Tür, die zu ist, die offen ist. Ah! Nein, oh. Beeil dich doch! Komm. Ah, das Ding ist halt eh zu. Oh Gott. Okay, folge dem Blut. Ich folge sowas von dem Blut. Warte jetzt. Zu. Okay, ich weiß, wo ich durch muss. Ist doch nichts. Ich hab keine Bock, da zu gucken. Die kommen doch da niemals durch, oder? Da gibt's noch eine andere Tür, wo die durchkommen. Ich werde die ganze Zeit noch verfolgt. Ja, das hat man vorhin auch gehabt mit dem Fenster, wo die ganze Zeit in der Tür stand. Boah. Da, siehst du? Dann direkt hinter mir. Ah, jetzt, weil du dich ja umgedreht hast, weil es nicht gespeichert wurde. Das ist wahrscheinlich geskriptet. Ja, trotzdem, die waren... Ich hätte nicht lange warten können. Kennst du den Weg mal wieder zurückspringen? Okay. Das war's jetzt mit der einen Folge. Mit Brian, dann kommt die nächste Folge. Aber du musstest schnell dadurch, das war extra so ge... Ja, ich finde es immer scheiße, wenn du dann in dem Moment ein Dokument irgendwo übersiehst. Ist ja ein bisschen blöd. Ich glaube da nicht. Weil da war in dem Raum, wo ich zugemacht habe, da gab es noch eine andere Tür, da habe ich auch gerade was gehört.
Ich meine, da müsste noch mal. Naja, egal. Sicher. Geht ja los mit dem Atmen. Willst du euch jetzt F9 drücken? Ja, bis in der nächsten Mal.